Ich schaff das nicht mehr. Kann man eigentlich wenig sagen, was nicht passt. Hallo Pocking. Oh, ist das geiles Wetter. Mann, Mann, Mann. Grüß Gott, hallo, servus. Moin. Ja, servus. Hallo, grüß dich, servus. Hi, Andi. Bitte Manfred. Grüß Herr Manfred, hallo, bitte Manfred. Ich bin der Chef hier, ja. Hallo, grüß dich, Manfred. So, und wer kommt jetzt da noch hallo. An? Hallo, ich bin die Grit, hallo. Die Chefin, gell? Ja, hallo. Hallo, hallo. Wer hat uns denn gerufen? Ging's von dir? Von dir ging's aus. Von mir, jawohl. Warum? Jetzt wollt ihr wissen, warum. Genau, ja, genau. Ja, klar. Weil er mal ein bisschen in Bewegung kommen muss. Und was sagst du dazu? Puh, ja, schauen wir mal. Okay, dann können wir ja mal gucken, ob dass die Küche auch in Bewegung kommt. Wollen wir denn nicht mal vorher Hallo sagen? Geh mal in die Küche. Zeigst du uns die? Bitte sehr. Hallo, guten Tag. Habe ich Ehre. Hallo. Ihr seid das Team. Ja. Ihr zwei. Wir zwei. Wir probieren jetzt mal eure Karte. Jawohl. Okay. Habt ihr einen Hunger mitgebracht? Ein bisschen mit dem. Ein bisschen Hammer. Dankeschön. Das auf jeden Fall. Bitteschön. Dann lass uns doch jetzt mal so ein bisschen kurz und quer bestellen, oder? Jungs, worauf habt ihr Hunger? Also bei mir kannst du schon mal aufschreiben, das So-Schnitzel. Okay, dann nehme ich auf jeden Fall das Alt-Rothaler-Schnitzel. Bitte das Chili Cordon Bleu, ja. Und ich sehe gerade den Zwiebelrostbraten, den gerne Medium, wie ihr das immer handhabt. Die Ländchen in Cognac-Pfefferrahmsoße, aber nicht mit Rösti, sondern bitte mit Bratkartoffeln. Wunderbar, prima. Dankeschön. Alles klar. So, Küche, jetzt habt's zu tun. Auf geht's. Auf geht's. Zwiebeln hast du? Hab ich schon einen Duft drin, einen Toast muss rein, da schnell. Dreimal Bratkartoffeln? Ja, dreimal Bratkartoffeln. Ja. Wir probieren frisch zum Kochen. Aber das ist überhaupt nicht möglich. Das sind zum Beispiel Nudeln, die werden zwar frisch gekocht, die werden dann wieder portioniert und eingefroren und dann nur in der Mikrowelle warm gemacht. Wir haben 5 oder 6 Mikrowellen. Leider. Ich glaube schon, dass es Kritik gibt, vor allem an die Sachen, die in der Mikrowelle landen. Aber das ist ja nicht meine Schuld, weil ich kann gar nicht anders kochen, weil ich die Möglichkeiten nicht habe. Das ist ja die Schuld von Mani, vom Chef. Die Bratkartoffeln. Die müssen ja eigentlich aus dem Bäbberi gekommen sein, ne? Wenn das so schnell ging, das Essen. Das heißt, dann können die jetzt eigentlich nicht à la minute wirklich gebraten worden sein. Die dafür sind die auch sehr, sehr weich. Also, Gourmet-Flash erreicht mich jetzt hier absolut nicht. So, dann gehe ich jetzt eben zu meinem Holzfäller aus dem Schwein. Aus der bayerischen Lände. Na, auf dem Land sagt man, Schwein muss durch sein. Es ist durch. Ne? Oh, es geht bayerisch weiter. Es geht bayerisch weiter. Alt-Rottaler Schnitzel ist das. Und zwar mit Senf und Meerrettich bestrichen. Und ich freue mich, denn sowas mag ich sehr, sehr gern. Das ist richtig schön goldgelb gebraten. Sieht gut aus. Ich mag ja Schnitzel, ne? Ich auch. Vielleicht bietet er uns ja gleich mal ein Häppchen an. Mmh. Lecker. Schau mal hier, das Chili Cordon Bleu. Wunderschön, ne? Kann man nicht meckern. Gut, wunderbar. Wenn die hier 100 Schnitzel rausballern, dann muss ich sagen, haben sie alles richtig gemacht. Ne? Ja, ja. Wenn man sich überlegt, Biergarten, 300 Essen am Tag, dafür war es solide. Heute ist uns einfach viel mehr aufgefallen, wie die Stimmung im Laden ist. Da gibt es ganz andere Punkte. Wenn wir jetzt da hingehen und die Bratkartoffeln verändern, wird sich nicht die Stimmung im Laden verändern. Und das ist das Wichtige. Die Küche ist super unzufrieden mit dem Chef. Die Grit ist auch unzufrieden. Ja. Also irgendwie brodelt's, aber also wirklich wissen tun wir ja noch nichts. Ja. Wir sollten uns vielleicht ein bisschen aufteilen. Ja. Mal aus jeder Abteilung jemand schnappen, die Grit, Chef und jemand aus der Küche und danach treffen wir uns halt nochmal. Kommt es überhaupt vor, dass Mitarbeiter mal zu dir kommen und sagen, du, wir haben ja einen Vorschlag, dass wir das so und so verändern? Zum Beispiel die Karte kleiner machen, nur mal als ganz plattes Beispiel. Da gibt es ja bestimmt ganz viele Beispiele. Ja, schon. War kein Problem. Nur sagen, ja, was nehmen wir dann runter? Nein, erwarte ich halt, wenn es schon meine, man muss was runternehmen, das wäre halt so. Dann würde ich auch erwarten, dass vielleicht konkrete Vorschläge hätten. Nur, was tut man runter? Ja.
glaube, der Knackpunkt ist nach wie vor bei uns das Speisegehalt und der Wareneinsatz. Das ist einfach die Spannweite, trotz guten Umsatzes. Wir wissen ja, Wareneinsatz. Der Wareneinsatz. Täglich oder monatlich? Naja, das ist ja eine Prozentzahl, also ist ja wurscht. Aber ja. Weiß jetzt mal da nicht auswendig. Meinst du, du kannst das für morgen mal ausrechnen? Okay. Die Ware wird von uns schon zubereitet, also nicht gekauft, aber dann immer portioniert eingefroren. Das ist Blaukraut, Gemüse, Tomatensauce, Knoblauchsuppe, Spaghetti, Nudeln. Er kauft halt viel unnötige Sachen oder viel Klump. Kann ich mir das mal angucken? Gerne. Ich meine, wenn der Koch sagt, ich brauche kein Fleisch, der Chef kauft Fleisch, dann muss es eingefroren oder weggeschmissen werden. Dann beschwert sich der Chef, dass etwas weggeschmissen wird. Ja, ich meine, da beißt sich die Katze halt in den Schwanz. Ich komme abends nicht mehr zur Ruhe. Wenn wir zu Hause sind, ich habe 2-3 Stunden Schlaf und das geht einfach nicht mehr. Hallo, liebe Küche. Hallo. Hi. Hallo. Wir glauben auch nicht, dass beim Essen jetzt das Hauptproblem liegt. Ja? Obwohl das Essen jetzt auch nicht da angesiedelt war, ja? Sondern eher da. Aber ich glaube, jetzt gerade mit dem Gespräch mit euch hier in der Küche kam eigentlich schon auch raus, dass ihr ganz gern mehr machen würdet. Woran liegt's denn? Naja, was du mir gerade gesagt hast, ist ja, dass die Speisekarte, dass da schon die Kritik von euch kam, dass die Speisekarte kleiner werden soll, verändert werden soll. Ja. Und du hast angemerkt, dass du dann auch Vorschläge haben willst. Ja gut, wir haben uns ja noch nie wirklich jetzt zusammengeguckt. Da müssen wir uns wirklich mal zusammenhocken und sagen, das streicht man, das tut man weg und vielleicht. Wir möchten, dass ihr euch heute zusammensetzt, wenn wir weg sind und euch besprecht. Und morgen die Fragen, die wir heute alle gestellt haben, uns morgen wirklich ganz klar beantworten könnt, damit wir angreifen können. Bis morgen. Okay, alles klar. Okay? Machen wir. Ja. Also ich habe erwartet, dass wir da schon wesentlich weiterkommen. Aber das sind wir halt nicht. Irgendwie ist der Manfred da und alle schweigen. So, wie erfolgreich wart ihr gestern? War es ein gutes Gespräch? War gut, ja. Ich fände es wirklich gut, wenn jeder von euch jetzt vielleicht sogar mal richtig hier hinstellt, einer nach dem anderen, und erstmal wirklich erzählt, was muss konkret geändert werden. Fängst du an? So fange ich an, okay. Ja. Dann stell mich mal richtig hin, ne, damit wir. So, dann hören wir dir jetzt alle zu. Also, mein Vorschlag wäre, dass man vielleicht den Einkauf vielleicht ein bisschen mitbestimmt oder zumindest miteinander redet. So, also, Grit, aufstehen. Auch was ich mir von Manfred wünschen würde, wenn eben wirklich vom November bis März der Ruhetag am Montag stattfindet bei uns. Und ich weiß nicht, wie lange du brauchst, dich damit anzufreunden. Ich hoffe, keine 3 Jahre. Simone, dann erzähl du jetzt noch deine Punkte kurz und knackig. Und zwar erwarte ich vom Manni, also kann dich eh ansprechen. Ich habe jetzt erst hier neu angefangen und ich möchte unbedingt nicht im Februar wieder stempeln gehen. So einfach ist das. Ich hätte mal ganz gern, dass der Manfred was dazu sagt. Ja, ist nicht so einfach, das sieht jetzt unser Sorgen. Einerseits muss man schauen, was Geld reinkriegt. Mal gut, wir haben sie geholt, wir haben sie gefragt gehabt damals. Siehst du denn hier vielleicht noch ein bisschen mehr Geld rein? Kann man hier durch eine gewisse Umstrukturierung noch mehr Geld verdienen, dass du sowas gewährleisten kannst? Oder sagen wir mal so, hast du mal einen Wareneinsatz ausgerechnet? Ja, nicht direkt, nein. Wareneinsatz. Hast du ja gestern gesagt, ne? Ja, noch nicht dazu kommen, nein. Wir sind jetzt auf jeden Fall einen Schritt weitergekommen. Wir sind aber noch sehr, sehr weit vom Ziel entfernt. Ja? Und haben uns jetzt Folgendes überlegt. Klaus und Manfred, wir drei gehen mal einkaufen. Ich möchte gerne mal einen Blick auf die Zahlen werfen. Das heißt, bevor du weg bist, gibst du mir mal deine Ordner, deine BWAs, dann suche ich mal raus und gucke ich mal, wo dein Wareneinsatz liegt, weil damit kannst du auch Geld verdienen, wenn das nicht stimmen sollte. Wir gehen jetzt in die Küche. Los, auf. Super. So, die Dame.
Du willst ja frisch kochen. Hier hast du jetzt die Möglichkeit, dann zeig mal, was du kannst. Probier mal. Klar. Sau gut. Wie man in Bayern so schön sagt. Mhm. Sau gut, gell? Thema ist einfach Einkauf für 40 Personen für morgen. Ja, ich würde ganz gerne, dass ihr euch das, dass ihr das quasi an euch reißt, ja? Dass ihr euch aber auch abstimmt. Viel Spaß. Danke. Da haben wir jetzt Bürgermeisterstickel. Ja. Schon gut, also. Was? Gut, dann nehmen wir 10 Kilo. 10 Kilo. Der gemeinsame Einkauf mit Manfred war sehr schön. Und wir waren uns mit dem Fleisch einig. Und ich finde, das passt. Ich habe mir mal deine ganze BWA auseinandergepflückt, um mal den Wareneinsatz zu ermitteln. Ne? Ja. Du hast einen Wareneinsatz zur Zeit von 40%. 28% wären empfehlenswert. Das wäre, so sollte es sein. Das heißt, du könntest 12% Wareneinsatz sparen. Das würde im Jahr, bei diesen Zahlen, im Jahr auf ca. 29.000 Euro kommen, die du mehr haben könntest. So, das ist beeindruckend. Oh. Hi. Hi. Hi, servus. So, also dann zeig mal die Karte her. Also unterm Strich, wie viele Gerichte haben wir jetzt gestrichen? Ein Drittel. Passt. Na, Mann, war das ein Tag, oder? Ja. Dein Küchenteam hat die Karte gestrichen. Ja. Ja. Ein Drittel ist rausgeflogen und ich find's wirklich gut. Okay. Segne es ab. Soll ich gucken oder soll ich nicht gucken? Ich guck lieber nicht. Vertrauens. Nimm Vertrauens, genau. Das kommst du. Okay. Sehr gut. Wow, ohne Kontrolle. Cool. Das nenne ich mal einen Schritt auf deine Mitarbeiter zugehen. Was ist denn das für dich für eine Konsequenz jetzt eigentlich, die du verkünden könntest? Ja, es würde bedeuten, dass ich meine zwei Kühe auch im Winter behalten kann. Also ich fühle mich jetzt erleichtert, ich bin froh. Morgen knallt es dann richtig, 40 Gäste am Start, Burgunderbraten. Ihr müsst als Team wunderbar funktionieren. Wir bringen auch noch ein paar Gerichte mit. Ich freue mich tierisch, die Jungs auch. Das wird was, ne? Also, bis morgen. Mach's gut. Ciao. So, heute letzter und wichtigster Tag hier im Gasthaus Bramm. Und von uns gibt's heute folgendes Menü. Zur Vorspeise haben wir den Presssack mit einer Estragon-Vinaigrette und einem Linsensalat. Und von mir gibt's eine Tafelspitzbrühe mit Tafelspitzwürfel und Wurzelgemüse als Einlage. Und für den Hauptgang ist nämlich das Bramm-Team zuständig. Da gibt's einen Burgunderbraten mit buntem Markgemüse, ganz saisonal, frisch und knackig und Risolé-Kartoffeln. Und dann gibt's noch ein Dessert, da gibt's Apfelküchle mit Vanilleeis. Lecker, 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 jetzt wird gekocht. Peng! Ich hätte gern, dass man das losgeht, dass wir am Brunnen sitzen und dabei natürlich am Manfred. Weil wir das miteinander machen. Manfred? Ja? Kommst du rein? Wir fangen mit dem Fleisch an. Salzen, Pfeffern. Mit Senf einstreichen und dann ab im Topf. Küche, in 5 Minuten wären wir soweit. Unbedingt, wir auch. Okay. Thank you.
Besondere an der Vorspeise war der Presssack für mich, weil ich eigentlich nie Presssack esse, aber der war wirklich fantastisch. Mann, was sagst du denn jetzt zu deinem Essen? Das ist ja euer Gang. Bist du damit zufrieden? Schaut alles sehr gut aus, kommt doch flott raus. So, und wie hat der Burgunderbraten geschmeckt? Hervorragend. Schön weich und zart gewesen, ja. So, großer zufrieden. Und du auch? Die Kleine auch, die ja. Kleine auch. So, los, also, okay, raus zum Essen jetzt. Anfangs dachte ich, es ist unmöglich, den Manfred zu knacken. Da wusste ich auch nicht genau, ob er ein Idiot ist oder ein Arschloch oder ob er in Ordnung ist. Jetzt weiß ich, er hat das Herz am richtigen Fleck. Ja. Also erstmal herzlich grüß Gott, dass alle gekommen seid. Mein Team, wir haben es schön zusammengerauft. Dann habe ich noch ein paar nette Präsente. Für meine Frau, für die Grit. Danke für den super Service. Die Simone, die hat sich in der Küche tapfer geschlagen mit den vielen Männern. Na, danke, danke dir. So ein Lob und Anerkennung für meine Mitarbeiter war früher für mich ein bisschen als Stiefkind. Habe es eigentlich nie so gepflegt, wie es sein sollte. Habe aber gemerkt, wenn man auch den Leuten mal sagt, gut, super, schön, alles klar, gute Arbeit. Das Selbstwertgefühl nimmt das gut auf und motiviert auch.